Programm. Zunächst eine leidige Stunde zum Thema Turniertanzen und dann zeigen wir Ihnen die harten Qualen vom mit Sicherheit härtesten Triathlon der Welt, vom Ironman auf Hawaii, auch etwa in einer Stunde. Die Tänzer haben derzeit absolute Hochsaison. Vor 3 Wochen fanden die Weltmeisterschaften in den Standardtänzen statt, in 3 Wochen in Wien die Weltmeisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen. Genau dazwischen die hochkarätig besetzte, denn es sind die Stars der Welt, alle am Start, AD Masters Gala, und bei diesem Turnier gibt es beide Stilarten zu bewundern, die Standardtänze und die lateinamerikanischen Tänze. Wir freuen uns dabei vor allem auf die absoluten Stars der Szene im Moment, die aus Deutschland kommen, auch wenn sich das vom Namen her zunächst nicht so anhören mag, Franco Formica und Oksana Nikiforova. Und natürlich freuen wir uns genauso auf unseren Eintänzer Daniel Weiß, der uns zunächst einmal ganz sicher eindrucksvoll die Symbiose zwischen den Standard- und den lateinamerikanischen Tänzen mit seinen ersten Bildern zeigen wird. Es ist ein Symbolbild für die AD Master Scala, die gemeinsame Rumba bzw. der Slow Foxtrot aller teilnehmenden Paare dieses Ausnahmeturniers mit seiner herausragenden Besetzung. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in der Braunschweiger Volkswagenhalle zu einer weiteren Ausgabe des besten Tanzsportturniers der Welt. Für die Standardtänzer ist es der langsame Ausklang einer spannenden Saison mit dem Höhepunkt des Finales dieser AD Master Serie Ende November in Leipzig. Für die Lateinamerikaner ist diese Veranstaltung die letzte Standortbestimmung vor den Weltmeisterschaften Mitte November in Wien. Die großen Turniere wie die UK Open, Blackpool, German Open und zuletzt die International am letzten Wochenende in London haben diese Saison wie immer eigenwillige Ergebnisse hervorgebracht. Und so kann ich Ihnen auch für heute einige Überraschungen ankündigen. Wie immer ein kurzer Streifzug durch das Halbfinale, bevor wir zu den Entscheidungen kommen. Langsamer Walzer. 12 Paare in diesem Halbfinale. Eng ist es geworden auf dem Parkett. Und mit der Nummer 14 der deutsche Vizemeister Markus Weiß und Anja Schramm bei der Weltmeisterschaft vor einigen Wochen erneut im Halbfinale. Ein guter Erfolg für die beiden. Mit der Nummer 15, der dritte der deutschen Meisterschaften, Marc Friedmann und seine Partnerin Claudia Köhler. Stark im Kommen, die beiden. Und mit der Nummer 1 ein bekanntes Gesicht, zumindest er, Victor Fang aus den USA mit neuer Partnerin Liene Apale. Zuletzt mit Yves Pauxena am Start gewesen, zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, immerhin 6. geworden. Und dennoch hat er sich von ihr getrennt und hat jetzt mit Liene eine neue Partnerin gefunden. Volles Haus in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Und wir kommen Halbfinale, Quickstep, der Quirlige, der schnelle Endspurt vor dem Sprung ins Finale. Und für sie sollte es ein knapper Sprung sein. Marc Friedmann und Claudia Köhler wurden am Ende geteilte 7., 8. und verpassten aber nur ganz knapp den Sprung ins Finale. Und besiegten aber auf der anderen Seite die deutschen Vizemeister Markus Weiß und Anja Schramm. Und damit ein Erfolg für Friedmann Köhler. Den 7., 8. Platz haben sie sich mit diesen beiden geteilt, mit den Amerikanern. Auch sie damit nicht im Finale. Einige Experten hatten schon mit ihnen in dieser Endrunde gerechnet. Aber es sollte nicht so sein.
dass er dabei sein würde, war ja keine Frage. Der frisch gebackene Weltmeister aus Italien, Mirko Guzzoli und Partnerin Alessia Betti. Ein Wiedersehen dann, wie gesagt, im Finale der Standardtänzer. Und 26 Jahre alt, die Italiener. Seit einigen Wochen endlich Weltmeister. Die typischen Quickstep-Sprünge von Victor Fang und Liene Apale. Und damit für uns der Sprung ins Halbfinale Latein. Der erste Tanz Samba mit der Nummer 5, Dimitri Demidov. Und Olesya Borisova aus Russland. Tanzsport mittlerweile in Russland ganz groß. Viele Paare haben die Russen zu bieten. Und dabei natürlich auch Weltklasse wie dieses Gespann, das zum ersten Mal bei der AD Masters Gala ist. Sie sind nicht zum ersten Mal dabei. Die deutschen Vizemeister Jesper Birkehoy, Anna Kravchenko haben sich stetig verbessert. Sie 18, er 27 Jahre. Nummer 8 aus Italien, Stefano und Annalisa Di Filippo mit dem charmanten Kopftuch. Zwei rassige bei den Lateinamerikanern. Jede Bewegung sitzt. Die Samba. Was geht durch den Kopf der jungen Dame, wenn man nur so gut tanzen könnte wahrscheinlich? Bestes Beispiel jetzt bei der Rumba von Jesper Birkehoy und Anna Kravchenko. Die Rumba, der leidenschaftliche Tanz. Das, liebe Zuschauer, ist unsere Nummer 1, hier mit der Nummer 13, Glückszahl für ihn wahrscheinlich, Franco Formica mit der Pirouette im Hintergrund allerdings. Jetzt ganz nah dran an Oksana Nikiforova. Der typische Spagat. Und diese Rumba und auch der Tanz zuvor, den Cha-Cha, den haben sie verändert in der Choreografie. Nicht mehr so viele Posen, mehr zurück zur Tanzbasic. Und bei ihnen ist alles abgestimmt auf die Weltmeisterschaften. Genauso bei ihnen, den Polen Sergej Surkow und Agnieszka Melinka, die aber überraschend das Finale heute hier in Braunschweig nicht erreichen sollten. Und unsere deutschen Meister jetzt im Gespräch bei Ines Riedl vor dem Finale. Franco, Sie gewinnen zurzeit alles, was es zu gewinnen gibt. Und auch hier in Braunschweig wird Ihre Siegesserie niemand stoppen können. Welchen Stellenwert hat jetzt diese ARD Masters Gala 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft?
für uns ganz, ganz wichtig, weil das ist nochmal eine Probe und auch mal eine Bestätigung in Bezug auf unser tänzerisches Potenzial. Und wir werden nochmal checken können, was wir noch in den 3 Wochen zu arbeiten haben. Außerdem ist es ganz, ganz wichtig, weil alle die besten Paare der Welt vertreten sind. Und für uns ist ganz, ganz wichtig, hier nochmal ein Zeichen zu setzen, dass wir auf alle Fälle bei der Weltmeisterschaft die Sache nicht leicht nehmen. Oksana, you worked especially hard. Oksana, Sie haben speziell an der Rumba und am Cha-Cha gearbeitet. Was mussten Sie verbessern? Wir haben die Rumba verbessert, weil wir zwar viele schöne Figuren darin hatten, aber die Wertungsrichter wollten mehr Tanztechnik sehen und so haben wir leichte Veränderungen vorgenommen. Und beim Cha-Cha zeigen wir jetzt mehr. Wir können ja auch mehr. Die Choreografie war einfach zu leicht. Okay, thank you very much and good luck. Oksana und Franco sehen wir gleich. Jetzt erst zum Finale Standard. Diese Paare haben das Finale hier in der Braunschweiger Volkswagenhalle erreicht. Mit der Nummer 3 die dänischen Meister Brian Eriksen und Marianne Eihild, beide 28 Jahre alt, vom Ahaus Sporttanzclub. Tanzen seit 12 Jahren zusammen und waren im vergangenen Jahr Weltmeisterschaftsdritte. Bei der letzten WM vor einigen Wochen reichte es nur noch zum 4. Platz. Aus England kommen diese beiden jungen Menschen, Warren und Christy Boyce, 21 und 22 Jahre alt, seit über einem Jahr verheiratet, feierten bei der letzten Masters-Gala in Bremerhaven ihren ersten Hochzeitstag und haben zu Hause einen jungen Sohn namens Glenn. Die Favoriten auf den erneuten Gesamtsieg kommen aus Italien. Ich habe es Ihnen schon vorher vorgestellt. Mirko Guzzoli, Alessia Betti. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wurde zu Hause gefeiert, bis der schiefe Turm in Pisa gerade stand. Es gab einen großen Empfang am Flughafen und eine Riesenparty zu Hause. Die Konkurrenz schläft aber nicht und die kommt in Form von Domenico Soale und Gioia Cerasoli, ihre Landsleute aus Sao Baudia bei Rom, die italienischen Vizemeister. Die beiden sympathischen Italiener überzeugen durch Ausdruck, Musikalität und sie haben gesehen, fantastische Schritte im Quickstep. Bisher haben sie Guzzoli Betti immer ein, zwei Tänze im Turnier abgenommen. Mal schauen, was heute läuft. Noch ein Italiener, Paolo Bosco mit Partnerin Silvia Piton, beide 22 Jahre jung, aus Padova. Als Italiens Nummer 3 durften sie nicht zur WM, da nur die besten 2 jedes Landes zugelassen sind. Aber bei diesem Einladungsturnier sind sie mit von der Partie und mischen die Tanzszene auf. Konkurrenten von diesen beiden werden sie sein. Im Finale natürlich keine Überraschung. Die deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay aus Bad Homburg. Er 24, sie 22 Jahre alt, starten für den Frankfurter Kreis und erreichten bei der Weltmeisterschaft in Helsinki zum ersten Mal in ihrer Karriere das Finale der Weltmeisterschaften und wurden glänzende Fünfte. Ein Meilenstein in ihrer Karriere, wie Sascha Karabay selbst sagt. Das war enorm wichtig für Sascha und Natascha, diesen Sprung zu schaffen. Alles ist gerichtet. Langsamen Walzer. Und der Moderator Markus Priester sagt es für den ersten Tanz im Finale. Und das ist der langsame Walzer. Und da gleich ein kritischer Blick auf die deutschen Meister, die in einigen Wochen den Titel in Berlin verteidigen wollen. Viele Höhen, aber auch Tiefen in dieser Saison hatten. Aber bleiben wir bei den Höhen und das war die Weltmeisterschaft. Nicht nur das Finale, sondern der 5. Platz. Mit der Nummer 3, Warren und Christy Boyce. Konkurrenten der Karabays bei allen Turnieren, sicherlich auch hier bei der Masters-Gala. Ich erwähnte den jungen Sohn namens Glenn, der Vater von Warren Boyce, hieß Glenn Boyce und war Weltmeister 1975, verstarb aber vor einigen Jahren. Und natürlich Guzzoli Betti.
Mirko Guzzoli und Alessia Betti mit einer Eleganz wie kein anderes Paar. Viel unterwegs momentan, nächste Woche in Hongkong. Und nach der Weltmeisterschaft und nach dem Gewinn bei der Weltmeisterschaft, und zwar dem souveränen, haben sie natürlich auch viele Angebote, bei Shows aufzutreten, bei Tanzsportveranstaltungen in der ganzen Welt. Läuft dementsprechend auch finanziell besser. Und mit einer Gelassenheit, wie sie da über das Parkett schweben. Und deshalb diese Bewertung. Nur einmal der zweite Platz für die beiden Italiener. Und wir waren natürlich gespannt, was würde die Wertung für die Carabais ergeben. Uneinigkeit im Wertungsgericht von Platz 4 bis 6, alles enthalten. Aber im Gesamtklassement war das der vierte Platz für die Carabais. Und dahin wollten sie an diesem Abend. Vorne Guzzoli Betti, vor Soale Cerasoli und den Dänen. Zweiter Tanz, Tango Argentino. Der Tango, liebe Zuschauer, ist der technisch leichteste Tanz für diese Weltklasse-Tänzer. Im Tango muss man eine starke Verbindung zur Musik und zum Publikum aufbauen. Und wir Zuschauer bekommen das Gefühl nur vermittelt, wenn der Tänzer diese Verbindung fühlt und für das Publikum auch wirklich sichtbar macht. Zweiter nach dem ersten Tanz, das ist sein Paradetanz, Domenico Soale, Gioia Cerasoli. Meter 10, auch Italiener, Paolo Bosco, Silvia Piton. Den beiden Italienern hier im Bild mit der Nummer 10 wird hier immer vorgeworfen, dass sie zu sehr auf Show machen, zu wenig auf die Technik achten. Das Publikum zwar damit unterhalten, aber nicht die Wertungsrichter wie diese Dame hier. Aber das hat sich in den letzten Monaten verändert. Sie sehen, es wird eng mit den Plätzen 4, 5 und 6. Und somit sind sie die härtesten Konkurrenten für Sascha und Natascha Carabai. Und deshalb wieder hier der genaue Blick auf die Wertungen. Die Majorität der besten Plätze entscheidet diesmal nicht für die Geschwister aus Bad Homburg. Hier sehen wir es. Vorne alles gleich, aber Bosco Piton jetzt auf 4, Carabais 5, 1:1, also nach den ersten zwei Tänzen. Bleibt spannend. Der Wiederwalzer. Ein Paradetanz eigentlich für die Carabais, jetzt aber zuerst im Bild Guzzoli Betti und dann Brian Erickson und Marianne Eihilt, die wir noch nicht bewundern konnten, hier mit der Nummer 2. Jetzt, liebe Zuschauer, haben Sie die zwei Top-Paare gemeinsam im Bild mit der 8, Guzzoli Betti bisher auf 1 und Gioia Cerasoli im Einklang beim Wiener Walzer. Beide Weltklasse,
Ganz schwer da die Unterschiede herauszupicken, aber dafür sind die Wertungsrichter ja da. Bisher haben Soale Cerasoli bei allen Turnieren Guzzoli Betty ein, zwei Tänze abgenommen, bisher nicht. Guzzoli Betty in allen drei Tänzen, die wir bisher gesehen haben, makellos. Wieder schleicht sich ein zweiter Platz ein, aber nicht genügend zweite Plätze bei Guzzoli Betty. Er war schon ein bisschen sauer, Domenico Soale, dass er nicht näher an seinen Landsmann herangekommen ist. Also vorne alles entschieden. Guzzoli Betty dreimal Erste. Sieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Bosco Piton, das ist für uns wichtig, schlägt die Carabais im Wiener Walzer. Das war eine Überraschung. 2:1 also für diese beiden. Und damit konzentrieren wir uns auch auf diesen spannenden Zweikampf der beiden, die hier nebeneinander stehen beim Slow Foxtrot. Deutlich zu sehen, der Unterschied in den Körpermaßen Sascha und Natascha. Wesentlich größer, mehr Volumen, sie kleiner, dadurch Vorteile in der Schnelligkeit. Das kommt dann vor allem beim Quickstep herüber. Der Slow Fox, Warren und Christy Boyce waren überraschenderweise, für mich zumindest, ein bisschen außen vor in diesem Zweikampf zwischen Carabais und Bosco Piton. Hätte durchaus auch ein Dreikampf sein können, nicht aber hier in Deutschland. Sechste bei der Weltmeisterschaft. Da konnten natürlich Bosco Piton nicht mit eingreifen, weil sie gar nicht dabei waren. Die beiden Engländer auch Sechste letzte Woche bei den International in London. Allerdings mit Heimvorteil natürlich. Und auf den Zehenspitzen schleicht sich das italienische Paar an die Spitze. Würde eine Entscheidung fallen im Slow Fox. Sascha und Natascha haben ja in der Sommerpause vor allem am Quickstep und am Slow Fox gearbeitet. Und Platz 5. So, auf den ersten Blick lässt sich da überhaupt nicht sagen, wie die Wertungsrichter entschieden haben. Da ist die Handys ausgeschaltet. Da muss der Computer ran. Und jetzt der Blick auf Sascha und Natascha. Wichtig wäre es da, den beiden Italienern diesen Tanz abzunehmen. Nein. Sieht nicht so aus, der Blick auf die Ergebnistafel wird das beweisen. Bosco Piton weiterhin Vierte, Sascha und Natascha Fünfte. So wird es dann leider auch am Ende sein. Damit letzter Tanz, Quickstep.
Na, da wollten sie nicht mehr, aber die Musik von Hugo Strasser geht jetzt zu Ende. Der Quickstep, ganz lässig sind sie da über das Parkett geflogen. Er auch, bisschen weggerutscht, aber das kommt in die Wertung nicht ein. Das passiert, wenn man die Tänzer am Rande des Parketts beobachtet. Da gibt es auch immer so eine kleine Stahlbürste, damit wird das Leder an den Schuhen aufgerieben, damit man sicher auf dem Parkett steht. Auch der letzte Tanz geht klar an Gozzoli Betty. Nach dieses Finale hat wieder Geschichten geschrieben. Sie sind glücklich über diesen eindeutigen Sieg. Auf der anderen Seite die Konkurrenz. Domenico Soale, Gioia Cerasoli war nicht ganz so glücklich, dass er kein einziges Tänzchen den Weltmeistern abnehmen konnte. Ganz zu schweigen von den Dänen, Eriksson, Einhild. Auch sie wollen ganz nach vorne, aber enttäuscht dürften die Carabais sein, die gerne Vierte gewesen wären, am Ende nur Fünfte werden. Bosco Piton vor ihnen. Jetzt aber hoffentlich nicht zu sehr enttäuschte Carabais bei Ines Riedel. Sascha, vor diesem Turnier haben Sie gesagt, Sie wollen versuchen, nach oben zu beißen und nach unten zu treten. Stattdessen sind Sie selber getreten worden, oder sehen Sie das anders? Ja, das kann man schon so sagen. Also wir sind von den Italienern geschlagen worden, Bosco Piton. Und es wurmt uns natürlich ein bisschen, gerade zumal es hier in Deutschland passiert ist. Aber da müssen wir härter trainieren und dann kriegen wir die schon wieder hinter uns. Woran hat es gelegen, dass Bosco stärker war? Das ist eine gute Frage. Ich kann es selbst so nicht sagen. Vielleicht hat er den besseren Abend heute gehabt. Die Tagesform ist ja entscheidend bei so einem Turnier. Ich kann es nicht sagen. Also wir haben sehr gut getanzt und mehr stand nicht bei uns in der Macht. Wie baut man sich anschließend moralisch wieder selbst auf? Ich glaube, das ist nicht so schwer. Es war sehr, sehr knapp. Also es ist ja nicht so gewesen, dass er jetzt um zwei Plätze geschlagen hat oder so. Und auch die Wertungen waren sehr, sehr eng und wir haben auch ein, zwei Tänze bekommen. Also insofern, das tut nicht so weh. Sicherlich wäre es schlimmer, wenn er jetzt ganz weit vorne gewesen wäre oder so für uns. Aber wir gucken nicht auf die anderen. Wir wollen einfach nur uns auf unser Tanzen konzentrieren und dann kriegen wir das in den Griff. Aber Sie waren ja nach dem erfolgreichen Abschneiden nach der Weltmeisterschaft besonders motiviert, oder? Das ist schon so, das kann man auch so sagen, aber jedes Turnier ist wieder anders, jeder Abend bringt wieder was Neues mit sich und wir werden es schon schaffen. Bevor wir zum Finale Latein kommen, haben wir einen Leckerbissen für Sie. Eine Weltpremiere. Die Standardformation des Braunschweiger TSC, fünfmal Weltmeister, und die Lateinformation des TSC Rot-Weiß Düsseldorf zeigen ein Feuerwerk an Tanzen in einer Kombischau. Was das bedeutet, erleben Sie in den nächsten Minuten.
Ein starker Auftritt der Standardformation des Braunschweiger TSC und der Lateinformation des TSC Rot-Weiß Düsseldorf. Das hat es noch nie gegeben, zum ersten Mal hier zu sehen bei der ARD Masterskala in Braunschweig. Und das Publikum tobte. Jetzt aber zum Lateinfinale. Und diese sieben Paare haben es geschafft. Aus den USA Eugene Katzefmann und Maria Manusova, 24 und 22 Jahre alt, kommen ursprünglich aus der Ukraine und leben seit Anfang der 90er in New York. Kein Paar hat aber so sichtbare Fortschritte gemacht wie diese beiden Dänen hier. Klaus Kongsdal und Viktoria Franova bei der Masterskala in Bremerhaven nicht am Start, weil sie zeitgleich die dänischen Meisterschaften hatten und dort ihren Titel verteidigten. Bei der UK Anfang des Jahres Vierte, dann Dritte in Blackpool, Zweite bei der International letzte Woche. Und wohin kommen sie heute und bei der Weltmeisterschaften in einigen Wochen? Ebenfalls aus Dänemark, Peter Stokkebrø und Christina Juhl. Als Weltranglistenvierte gehören sie zu den Top-Paaren natürlich. Waren bei allen großen Turnieren im Finale vertreten. Vierter zum Beispiel bei den German Open im Mannheimer Rosengarten und auch bei den International letzte Woche in London. Sie wollen ihre Position unbedingt verteidigen. Die Italiener Riccardo Cocchi und seine australische Partnerin Joanne Wilkinson waren bis vor den International am letzten Wochenende immer vor den Dänen Kongsdal Franova gelegen. In London wurden sie hinter den beiden als Dritte eingestuft. Und das wurmt den rassigen Italiener, der seit seinem 10. Lebensjahr tanzt. Noch so eine Niederlage wäre einfach schlecht hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Der slowenische Meister Matej Krajcar und Janja Lesar. Im Gesamtklassement der ARD Masters Serie kamen sie 2000 auf den 4. Platz, tun sich international aber sehr, sehr schwer, werden immer wieder von den Wertungsrichtern mit schlechten Platzierungen bestraft, obwohl sie meiner Meinung nach zumindest sehr attraktiv und unterhaltsam tanzen. Das ist die italienisch-ungarische Mischung namens Maurizio Vescovo und Melinda Törökgyörgy. Sie starten für Melindas Land Ungarn und sind Weltranglistenfünfte. Erst seit 99 tanzen beide zusammen und haben den Kontakt über die Trainer hergestellt. Fünfte bei der GOC, Sechste bei der International, steht auf ihrer Visitenkarte als Referenz. Und da ist noch mehr drin. Und das letzte Wort hat der deutsche Meister, der Dauersieger dieser Saison, Franco Formica und Oksana Nikiforova. Alle großen Turniere haben sie für sich entschieden. Fehlt noch die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Letzteres soll in 3 Wochen folgen. Und darauf ist alles abgerichtet. Haben sich aber schon mit dem Präsidenten des Deutschen Tanzsportverbandes Harald Frahm geeinigt, dass sie auf alle Fälle nach einem Titelgewinn in einem Jahr dann den Titel des Weltmeisters in St. Petersburg in Oksanas Heimat verteidigen und dann noch einmal ein Jahr später bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, deren Austragungsort aber noch nicht feststeht. Samba, erster Tanz, wir sind mitten im Finale. Latein. Also wer gewinnen wird, ist keine Frage, aber der Kampf um Platz 2 ist spannend. Nochmal erwähnt, mit der Nummer 2 Klaus Kongsdal, Viktoria Franova und gleich danach im Bild die Italiener Riccardo Cocchi, Joanne Wilkinson. Diese beiden Paare werden sich um diesen zweiten Platz streiten. Mit Sicherheit auch eine Geschmacksfrage. Die Samba, der erste Tanz,
traditionell bei den Amateuren, bei den Profis ist es ja umgekehrt. Da fängt man mit der Cha-Cha an. Und die Samba lässt sich ja schwer verleugnen von ihrer Herkunft gesehen. 24 kam der Tanz aus Brasilien nach Europa. Und der Tanz lebt ja von seinen reichhaltigen rhythmischen Gestaltungen. Und das zeigen uns die Finalisten hier auf ihre beste Art. Eindeutig der zweite Platz im ersten Tanz für die Dänen. Oh, das wird diesen beiden überhaupt nicht gefallen. Noch nehmen sie es gelassen hin. Ricardo Cocchi und Joanne Wilkinson. Und souverän nehmen sie ihre Wertung entgegen. Sie sind es mittlerweile gewohnt. Siebenmal der erste Platz für Franco und Oksana. Bei so einer Wertung werden auch dahinter sieht es aus mit Katzefmann aus den USA, die Dänen, Ungarn und die Slowenen. Letzte in diesem Finale. Maurizio Vescovo und Melinda Türk-Jürc mit einer sehr interessanten Figur hier gleich am Anfang. So eine Art Sitzpirouette aus dem Eiskunstlaufen, die hier kommt. Klasse gemacht. Ein Genuss, diese beiden. Franco Formica, Oksana, Niki Vorova, die Weltranglistenersten. Hoffentlich bald auch Weltmeister. Sie fiebern ja diesem Ereignis entgegen in 3 Wochen. Können es kaum mehr erwarten, endlich diesen Titel gewinnen. Aber hier nochmal zum Genießen. Geht auch ohne Eis und Schlittschuhe. Die Sitzpirouette. Der Ungarn und die dänischen Vizemeister Peter Stokkebrø und Christina Juhl. Und wir schauen uns mal an, was die Sitzpirouette an Wertungen bringt. 5, 4 und die 4. Das ist ein großer Erfolg für die beiden im Finale und so weit vorne. Und die Veränderungen im Cha-Cha, sie haben ja 2 Stücke ausgetauscht, gewechselt, zahlt sich aus. 7-mal die 1. Vorne unverändert, die Deutschen vor den Dänen, die Italiener wieder nur Dritte, die Gesichter der Italiener werden dunkler. Rumba. Ein typischer Tanz aus Regionen mit heißem Klima. Damit ist er auch bei den Lateinamerikanern zum Klassiker geworden. Hier mit den Slowenen Matej Krajcar und Janja Lesa, die bisher vorne nicht weiter mitmischen konnten. Thank you.
zur Erinnerung aus den USA, Eugene Katzefmann und Maria Manusova. Mit der Favoritenrolle gut zurecht. Oksana sagt, es ist eine große Verantwortung, die Nummer 1 zu sein, weil man eben ein gutes Beispiel sein muss für alle. Man kann sich keine Fehler erlauben, aber auf der anderen Seite ist es auch ein gutes Gefühl. Man kann frei herauslassen, was man fühlt und das in Bewegung, so wie hier, zum Ausdruck bringen. Natürlich wollen sie die Weltmeisterschaft gewinnen, aber sie soll vor allem den Zuschauern dort dann in der Halle in Wien und ihnen selbst in langer Erinnerung bleiben. Sie sagen selbst, wir wollen da als wahre Champions, unangefochtene, ganz vorne stehen. Kleiner Makel heute, der zweite Platz aus Dänemark. Naja. Vorne kann nichts mehr passieren. Drei Tänze, Formica dreimal Erster, Kongsdal dreimal Zweiter, Koki dreimal Dritter. 3 aus 5, also lässt sich da nicht mehr viel machen. Eine Niederlage für die Italiener. Stierkampfzeit, vielleicht auch Zeit, ein bisschen die Aggressionen herauszulassen. Und Gratulation an ihn, an Hugo Strasser und sein Orchester, der wieder fabelhaft die Musik dazu beigesteuert hat, wie hier für die Italiener Cocky Wilkinson, die diese, ja, Aggression, das Böse, was sie jetzt fühlen, herauslassen können. Paso Doble. Ausgezeichnet, die beiden Dänen legen besonderen Wert auf das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau auf dem Tanzparkett und das hat sich für sie ausgezeichnet. Die Ungarn. Der vorletzte Tanz, der Paso Doble, kommt natürlich aus Spanien. Damit ist auch die Rollenverteilung klar, denn er entwickelte sich aus den Basisbewegungen des Toreros im Kampf mit dem Stier. Die Frau spielt entweder das rote Tuch, den sogenannten Kappa, oder je nach Gegebenheit auch den Stier. Passt doch, oder? Und der dritte Platz. Na, wenn man so ins Gesicht blickt, gute Miene zum bitteren Spiel, passt jetzt nicht mehr. Sie fürchten um die Weltmeisterschaft. Kongsdal Franova vor Cocky Wilkinson.
Wenn das so auch bei der Weltmeisterschaft ausgeht, dann wäre es eine herbe Enttäuschung für die Italiener. Aber die Weltmeisterschaft ist ein eigenes Turnier, da werden die Karten neu gemischt. Dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass es auch bei der Weltmeisterschaft so sein wird. Feuerwerk jetzt im letzten Tanz, der Jai. Der verdiente Handkuss für seine Partnerin. Franco Formica, das große Talent. Seine Trainer haben ihm schon immer gesagt, du wirst einmal Weltmeister werden. Er sagt, mir ist es nicht wichtig, aber das glaube ich ihm nicht. Eine Körperbewegung wie kein anderer. Und mit Oksana Nikiforova hat er die perfekte Partnerin gefunden. 2-3-2. Es bleibt so. Kongstal Franova. Zahlen für die Startnummer 13. Zweite. Die Wertung für den Jai. 7x1. Erneute Sieger der ARD Masterskala. Der Gesamtsieg in Leipzig Ende November wird Ihnen kaum zu nehmen sein. Und die weiteren Platzierungen für Sie im Bild. Und unsere Topstars vor der Weltmeisterschaft bei Ines Riedel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Oksana und Franco. Franco, nach Ihrem Sieg in Blackpool haben Sie Freudentränen vergossen. Hier auch schon? Nee, also ich habe bis jetzt noch keine Tränen hier vergossen. Aber die Freude, die ich habe, die ist, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, es ist eine innerliche Freude. Ich freue mich sehr über jeden Sieg, den ich habe. Aber am meisten freue ich mich auch, wenn ich eine sehr gute Leistung gebracht habe, dann freut es mich sehr. Und ich bin sehr zufrieden heute, vor allem, weil wir eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und das lässt mich sehr positiv auf die nächsten 3 Wochen auf Hinblick auf die Weltmeisterschaft gucken und ich freue mich schon. Wie geht man den denn an? Den Weltmeistertitel haben Sie so gut wie in der Tasche. Wünscht man sich eher einen starken Gegner als Ansporn oder bevorzugt man diese Situation? Na, erstmal versuche ich nicht daran zu denken, dass ich den schon in der Tasche habe. Ich versuche erstmal nur an meine eigene Leistung zu denken. An dem Tag, wenn ich da bin, weiß ich ganz genau, was ich machen muss. Ich gehe auf die Fläche, ich gebe mein Bestes. Ich tanze mit Oksana das beste Latein, was ich überhaupt machen kann. Und wenn ich gewinne, dann bin ich zufrieden. Wir haben überhaupt keine Taktik. Eigentlich ist alles schon gemacht, was wir machen müssen. Wir müssen nur noch tanzen und wir wissen, wie wir es zu tanzen haben. Oksana, what about the preparation? Oksana, wie sieht die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den nächsten 3 Wochen aus? I think the most important is mental preparation. Wichtig ist die mentale Vorbereitung. Für uns aber vor allem natürlich zu sein. Man meint, es wäre leicht, natürlich zu sein, aber dem ist nicht so. Das ist das Wichtigste für uns. Wenn wir natürlich sind, dann sind wir am besten. Glauben Sie, dass Sie siegen? Ja. Okay, thank you very much. Viel Glück. Alles Gute. Wir kennen die ersten Plätze bereits schon sehr gut. Mirko Gonzoli, und wir zeigen Ihnen zum Abschluss die Sieger auf dem Siegerpodest. Und im Standard sind das Mirko Gozzoli und Alessia Betti, die das schon geschafft haben, was Franco und Oksana noch vor sich haben, nämlich Weltmeister zu werden. Und hier souveräne Sieger in Braunschweig, genauso wie Oksana und Franco. Die beiden, die für Gießen starten, aber in Hamburg leben. Stolz hält er den Siegerpokal in den Himmel.
Und damit für Sie der Blick auf den AAD-Cup-Stand. Zuerst Standard. Gozzoli Betti vor Soale Cerasoli und Ericsson Eihild. Karabay Star Vierte und Formica Nikivorova im Latein vor Cocky Wilkinson. Kongstal Franova waren ja beim letzten Mal nicht dabei. Deshalb sie da nur Sechste, trotz dieses hervorragenden zweiten Platzes an diesem Tag. Das letzte Wort gehört den Siegern auf dem Parkett hier mit dem Quickstep. Gozzoli Betti, beschwingt und leicht, wie hier den ganzen Abend. Die beiden Italiener lieben es, in Deutschland zu tanzen, sagen, ihr habt ein tolles Publikum, fachkundiges Publikum. Und dieses Publikum hat ihnen auch viel Applaus gezollt. Aber sie waren die Topstars des Abends. Franco Formica und Oksana Nikivorova. Haben einen Traum und wollen Weltmeister werden. Wir wünschen Ihnen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Bis zum nächsten Mal bei der AD Masters Cup. Zuschauer, der Sprung von den leichten, schwebenden, rhythmischen Bewegungen des Turniertanzes zu den Strapazen des Langstreckentriathlons, der ist mindestens so groß wie der von Braunschweig. Zu lungo tempo il professor Dal Monte, il quale ci indicherà un po' quali sono i dati, oltre che antropometrici, anche i valori di questa disciplina, si può dire che chiamare disciplina, penso, danze sportive, e c'è anche il presidente della federazione di danza sportiva, Ferruccio Galvani. Ecco, due settimane fa, mi sembra, professore, abbiamo parlato di rugby, di omaccioni che si chiudevano in mischie spontanee, in touche. E adesso parliamo di danza sportiva. Ci può essere un nesso, diciamo, virtuale e sportivo? La caratteristica dello sport è quella di ottenere il massimo di performance nei vari aspetti. Noi ci siamo avvicinati alla danza sportiva con un po' di sufficienza, dicendo abbiamo fatto le bocce, abbiamo verificato il lavoro delle casalinghe, perché non la danza? Ed è stata con grandissima sorpresa che abbiamo visto che sono degli atleti veri, con ad esempio una potenza organico funzionale del sistema cardiocircolatorio e respiratorio superiore ad esempio ad altri giochi di squadra, cioè il consumo d'ossigeno per chilo di peso di questi, allora, è superiore prova. A calcio. Allora, professor, facciamo subito una prova. Qui abbiamo due coppie che si esibiranno qui tra poco. Si tratta di Benedetto Capraio e Marta Faiola per i balli latino-americani. Ecco, saranno proprio loro i primi ad esibirsi e balleranno per 40 secondi, perciò anche un'escursione cardiaca importante, sì, certo. Di Jive. Jive che è un misto tra il rock and roll e il boogie. Come on. Quindi dispendio energetico estremamente elevato. E siccome c'è un controllo muscolare, possiamo andare estremamente con la musica. Non ci ascoltano, non ci ascoltano molto dalla regia. Grazie. Me, my baby, are the swinging kind. We do
a lot of dancing when it's mugging time. We've done the holly golly and the peppermint twist, but now we got a new dance and we know it's the best. We do the pub. When you've been mugging for an hour or so, you ask your papa baby if she's ready to go. Take a little tail and put it out on the floor. Don't mind the people watching, cause they all wanna know how to do the pub. Bend over, stick your nose in your puppet's rod, and do a lot of sniffing till your puppet jaw. Pick up your right leg like a boy dog do. 40 secondi già abbiamo dei buoni livelli, oltre che artistici anche sportivi. È proprio per il fatto che per ottenere un buon livello artistico occorre avere un controllo assoluto di tutti i muscoli che restano in funzione, e uno può avere l'immagine della leggiadria, che è proprio una caratteristica dello sport. Vuole, ma è duro. Il presidente Calvagno su questa disciplina che sta cercando di entrare ufficialmente nel programma olimpico. Sì, si sta facendo un lavoro di presentare la disciplina della danza sportiva come sport, più che l'aspetto spettacolistico, ludico, sociale della, di questo voglia di ballare. Sicuramente gli studi che abbiamo fatto noi italiani per dimostrare il dispendio energetico, per dimostrare quanto sia effettivamente sport, ci aiuteranno nell'essere riconosciuti come disciplina olimpica che il CONI nel 97 e il CIO nel 96 ha riconosciuto come potenzialità. Si sta cercando. Abbiamo una seconda coppia che si esibirà, mi sembra, in un tango? Allora, sentiamo il tango. Più bello di tutti il tango. Ci sono delle indicazioni, mi sembra che abbia avuto un infarto, professore, si può cimentare in questa disciplina oppure no, siamo ancora lontani dalla verità? C'è danza e danza sportiva. La danza sportiva è al top del dispendio energetico e certamente non credo che sia buona per un infartuato. Però intendo dire, la danza a livello più morbido viene adoperata tantissimo e oggi c'è una riscoperta anche per quelli che hanno la terza e la quarta età, perché può essere direi un ottimo sistema di svago. Presidente, abbiamo visto che ci sono grossi contenuti agonistici, ma anche terapeutici, se vogliamo, no? Con questa danza sportiva avvicina tanta gente. Assolutamente sì, noi abbiamo, c'è un dato che penso sia emblematico, la federazione in un anno e mezzo ha visto raddoppiare il proprio numero dei tesserati, c'è questo boom assoluto della danza che poi diventa danza sportiva come sport anche di tipo agonistico e di comparazione competitiva. E questa internazionale d'Italia che io ho spacciato per il ritmo, per il passenden sound und das wissen die weltbesten Tänzer auch zu schätzen. Zum Beispiel auch Franco Formica und Oksana Nikiforova aus Gießen, die Weltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen. Ein aufsehenerregendes Paar, das vor einer Woche die deutschen Meisterschaften in Bremen mit 45 Einsen gewann. Und das bei einer starken nationalen Konkurrenz. Was macht diese beiden so einzigartig? Ja, Franco Formica und Oksana Nikiforova als Weltmeister im Augenblick sind deswegen so weit vorne. Der Franco hat ganz außergewöhnliche Bewegungstalente und die kann er halt in die Partnerschaft einbringen. Inzwischen hat die Oksana also zu ihm nicht nur aufgeschlossen, sondern sie findet also ohne Frage ihre eigene Persönlichkeit. Und es ist schon sehr schwer für die anderen Paare, an diese beiden Persönlichkeiten heranzureichen. Im Standard sind sie die Crème de la Crème. Die Italiener Mirko Gozzoli und Alessia Betti, Weltmeister und die überragenden Tänzer der letzten Saison. Bill Irwin, 13-maliger Weltmeister aus England und hier bei der Masters-Gala einer der neuen Wertungsrichter, kennt die Stärken ganz genau. Wir haben, sind ein sehr elegantes Paar. Das passt sehr gut zueinander. Wir haben einen guten Kontakt vom Körper zu Körper. Und die Fußarbeitentechnik ist absolut perfekt.
der musikalischen Bewegung ist ausgezeichnet. Er hat, was wir sagen in Englisch, die Ingredients für einen Weltmeister und er ist Weltmeister und Weltmeisterin. Die Essener Grugehalle ist ausverkauft bei diesem Auftaktturnier der ARD Masters-Serie. 3.500 Zuschauer begeistert über die Leistungen der besten Amateurtanzpaare der Welt, die hier ein Preisgeld von 85.000 Euro gewinnen können. Und das hier sind die 7 Finalisten im Standard. Brian Eriksson, Marianne Eihild mit der Nummer 2, die dänischen Meister. In der Weltrangliste derzeit auf Rang 7. Beide sind 27 Jahre alt, kommen aus Aarhus und sind seit 3 Jahren ein Paar. Arūnas Bizukas und Edita Daniūte aus Litauen, die 3. der Weltrangliste. Auch bei der letzten Weltmeisterschaft lagen sie vor Eriksson, Eihild. Im Finale das Paar mit der Startnummer 6 aus Italien, Mirko Gozzoli und Alessia Betti. Diese Startnummer 6 haben Sie schon kennengelernt, die Stars der Szene, Mirko Gozzoli, Alessia Betti, die Weltmeister aus Italien. Ebenfalls im Finale aus Italien das Paar mit der Startnummer 7. Domenico Soale und Gioia Cerasoli. Und sie sind den Weltmeistern auf den Fersen. Domenico Soale, Gioia Cerasoli, die WM und Weltranglisten Zweiten. Wir sehen als 3. Paar aus Italien hier in diesem Standardfinale das Paar mit der Startnummer 8. Paolo Bosco und Silvia Piton. Die Italiener sind mit guten Paaren verwöhnt. Paolo Bosco, Silvia Piton sind die Nummer 3 in Italien. Ein weiteres Weltklassepaar, sie kommen aus Padua und Udine. Aus Deutschland begrüßen wir hier im Finale mit der Startnummer 12 Sascha und Natascha Karabay. Und dieses Paar hat einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht. Sascha und Natascha Karabay. Die deutschen Meister in der Weltrangliste sind sie bereits auf Platz 4. Und begrüßen Sie als 7. Paar in diesem Finale ebenfalls aus Deutschland mit der Startnummer 14, Mark Friedmann und Claudia Köhler. Und das ist eine Überraschung. Mit Marc Friedmann und Claudia Köhler hat sich ein weiteres deutsches Paar für dieses Finale qualifiziert. Anfang 20 sind sie und sie haben eine ganz große Zukunft vor sich. Alle 7 Paare dieses Finals haben sich Ihnen nun vorgestellt. Und nun, meine Damen und Herren, erster Tanz im Finale, großer Preis, Nationalbank, langsamer Walzer. Und das Schwierige, aber eben auch so Schöne beim langsamen Walzer ist, zwei Körper müssen zu einem verschmelzen. Mann und Frau sollten absolut gleich sein in der Weichheit der Bewegungen, in den Schwüngen und in den Größen ihrer Schritte. Und im Idealfall absolvieren beide den Tanz konsequent Hüfte an Hüfte.
Eine Studie der Weltmeister Gozzoli Betty. Sie sind ein ausgesprochen elegantes Paar, das das Parkett kaum zu berühren scheint. Sie schweben. Und bei ihnen stimmen die Körperlinien eigentlich immer perfekt. Wir schauen auf die Wertung für Gozzoli Betty. Siebenmal die Platzziffer 1 und zweimal die 2. Damit haben sie diesen Tanz klar für sich entschieden. Und die 2 Einsen, die noch übrig sind, die durften sich die Vize-Weltmeister Domenico Soale und Joa Cerasoli erarbeitet haben. Wir sehen folgende Wertung. Zweiter, erster, dritter. Zweiter, zweiter, erster. Zweiter, zweiter. Und so kommt es. Für Soale Cerasoli gibt es 2-mal die 1, 6-mal die 2 und 1-mal die 3 vom dänischen Wertungsrichter, der seine Landsleute Eriksson erhielt, besser sah. Das Ergebnis des langsamen Walzers, Gozzoli Betty vor Soale Cerasoli, Bisoukas Daniuta auf Platz 3, Eriksen Eihild auf 4 und unsere Karabais auf 5. Zweiter Finaltanz, der Tango. Statt der langsamen, fließenden Bewegungen geht es nun staccato zu. Abrupte Kopfbewegungen, unerwartete Wendungen machen den Charakter dieses Tanzes aus. Manchmal gibt es eine Art Stau auf dem Parkett, da muss man dann etwas aufpassen, dass man die Kollegen nicht umtanzt. Einen spannenden Kampf gibt es hier auch um Platz 3, denn Brian Eriksson und Marianne Eihild aus Dänemark machen sich darauf ebenso Hoffnung wie die litauischen Meister Arūnas Bisoukas und Edita Daniuta. Und hier sind die Dänen. Dritter, vierter, dritter. Dritter, vierter, dritter. Dritter, vierter und dritter Platz. Die offene Wertung für die Dänen ergibt 6-mal die 3 und 3-mal die 4. Seit 13 Jahren sind diese beiden schon zusammen. Sie sind 27 Jahre alt und haben schon als Teenager mit dem Tanzsport begonnen. Das Ergebnis: Gozzoli Betty weiterhin vorne vor Soale Cerasoli und Eriksson Eihild. Wir kommen zum Wiener Walzer. Da vermutet man ja leicht, es sei ein angenehmer, gelöster Tanz, ganz entspannt. Vermutet man aber falsch, denn da geht richtig die Post ab. 60 Takte in der Minute mit Rechts- und Linksdrehungen und bei 3 Schritten pro Takt, das ergibt 180 Schritte in der Minute. Und das wiederum ist ziemlich anstrengend. Und so wunderbar kann das Ganze dann aber aussehen.
Sascha und Natascha Karwei sind auf dem Weg ganz nach oben. Zum ersten Mal kamen sie jetzt bei den United Kingdom Open, bei den offenen englischen Meisterschaften, bis ins Finale, belegten dort Platz 6. Und beim renommiertesten Tanzturnier der Welt in Blackpool Ende Mai wollen sie dieses Bravourstück möglichst wiederholen. Die Geschwister aus Bad Homburg stellen ein großes, elegantes Paar dar, das den traditionellen Stil verkörpert. Und sie fühlen sich in allen 5 Tänzen gleich stark. Ich bitte um die Wertung. Couple Number 12. 5., 6., 4. Oh je, für die Karabais gibt es eine ganz bunte Mischung. 4x4, 3x5, 2x6 und 1x7. Da waren sich die Wertungsrichter doch recht uneins, was die Beurteilung des deutschen Meisters angeht. Den Wiener Walzer gewannen erneut Gozzoli Betty Forsoale Serrasoli, auf dem 3. Platz Eriksson Eihild. Es geht weiter mit dem Slow Fox. Auch hier muss ein Paar immer schön auf Tuchfühlung bleiben und die Balance darf nicht verloren gehen. Letzte Woche auf dem Grand Slam Turnier in Tokio schafften es Mark Friedmann und Claudia Köhler bis ins Finale. Der 24-jährige Mark und seine 4 Jahre jüngere Claudia machten dort einen richtig guten Eindruck. Er lebt in Krefeld, sie in Leipzig, was das gemeinsame Training allerdings etwas kompliziert macht. Die Wertung lautet 7., 7., 7. Und das sind die Platzziffern für die 3. der deutschen Rangliste. 8-mal gibt es die 7 und ein Wertungsrichter sah sie besser und spendierte ihnen eine 4. Das Gesamtergebnis für den Slow Fox. Wie in allen bisherigen Tänzen gehen die Plätze 1 und 2 an die Italiener, auf 3 Eriksson Eihild aus Dänemark vor den Litauern, Karabai als bestes deutsches Paar auf 5. Und der Quickstep beginnt mit hinreißenden Sprüngen von Domenico Soale und Joa Serrasoli, die bei diesem ersten ARD Masters Turnier des Jahres ihren italienischen Kollegen Gozzoli Betty zwar einige Einsen abnehmen konnten, bisher aber noch keinen Tanz gewinnen konnten. Thank you.
Ein ganz klarer Sieger. Die Weltmeister Mirko Gozzoli und Alessia Betti, bei denen neben der technischen Perfektion auch die musikalische Ausdruckskraft einfach stimmt. Und die beste Wertung, die gab es diesmal aber nicht für den Weltmeister, sondern für den WM-Zweiten mit der Startnummer 7. Zweiter, erster, zweiter. Fünfmal die 1 und viermal die 2. Das ist der Sieg im Quickstep für Domenico Soale und Gioa Serrasoli. Verdient haben sie ihn sich. Und nun das Ergebnis nach allen 5 Tänzen. Ein toller Sieg für Mirko Gozzoli und Alessia Betti vor Soale, Serrasoli und Eriksen Eihilt. Platz 4 für Bisoukas Dan Jute und die Geschwister Karabay wurden Fünfte. Und sie sind jetzt bei Ines Riedel und sie sind zufrieden. Wir sind im Soll, wir legen wieder vor Bosco Piton. Und das erfreut uns natürlich sehr. Und wir haben auch leichte Tendenzen nach oben im Wiener Walzer gehabt. Und ja, wir sind im Soll und das macht uns froh. Aber hatten Sie nicht Platz 4 angepeilt? Naja, Platz 4 wäre schön gewesen, aber die Spitze ist sehr leistungsstark. Und ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir dann das schaffen. Aber wir haben es vor und mal sehen, wie es kommt. Wenn zwei Formationen gleichzeitig auftreten, dann wird es eng auf der Tanzfläche. Wenn es jedoch zwei so erfolgreiche Teams tun wie die weltmeisterliche Standardformation aus Braunschweig und die Lateinkollegen aus Düsseldorf, dann wird daraus ein Ereignis. Sehen Sie selbst die West Side Story einmal ganz anders.
In Braunschweig bei der Masters-Gala haben sie es geprobt. Die Temperamentvoll, ausdrucksstark und ziemlich sexy geht es jetzt beim ARD-Cup zu, denn nun dürfen die Lateinpaare in der Essener Grugerhalle auf das Parkett. Und da gab es eine Riesenüberraschung, denn das dritte deutsche Paar hier mit der Startnummer 15, das nur mit einer Wildcard am Start war, Arkadi Poleschajew und Sabina Kaminskaya aus Berlin. Sie kamen als völlig Unbekannte ins Halbfinale und es fehlten ihnen letztendlich nur drei Kreuze, um auch noch ins Finale einzuziehen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin eine Woche zuvor hatten sie schon alle mit ihrer starken Präsenz verblüfft. Arkadi kommt aus Sibirien, Sabina ist ebenfalls Russin und sie sind erst seit kurzem zusammen. Ein sehr expressiver Typ, dieser Tanzlehrer und Choreograf mit dem markanten Pferdeschwanz. Er ist ein großes Showtalent noch dazu, aber nur so fällt man als No-Name nicht nur beim Publikum auf. Und immerhin haben sie es hier beim ARD Cup geschafft, die Zweiten der deutschen Meisterschaften Jesper Birkehoy und Anna Kravchenko eindrucksvoll zu überrunden, denn sie schieden in der Vorrunde schon aus. Und das Markenzeichen von Arkadi Poleschajew, ein beeindruckender Spagat in der Rumba, der wirklich zeigt, warum die Jungs hier nicht in Jeans tanzen. Und nun aber zu den sieben Finalisten in der Lateinsektion. Das sind Eugene Katzeffmann und Maria Manusova, die US-Meister aus New York. Aus Dänemark in diesem Finale mit der Startnummer 2, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova. Die WM-Zweiten aus Dänemark, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova. In sie verlieben sich gerne alle Kameramänner, was man durchaus verstehen kann. Ebenfalls aus Dänemark kommt das Paar mit der Startnummer 3, Peter Stöckebro und Christina Juhl. Sie wurden Vierte bei der Weltmeisterschaft und er war schon 10 Tänze Weltmeister, Peter Stöckebro und Christina Juhl. Wir begrüßen in diesem Finale mit der Startnummer 8 aus Italien, Riccardo Cocchi und Joanne Wilkinson. Riccardo Cocchi und Joanne Wilkinson, ein ganzes Jahr lang holten sie überall zweite Plätze, ausgerechnet bei der WM, dann nur Bronze. Hier wollen sie Revanche. Aus Slowenien in diesem Finale das Paar mit der Startnummer 10, Matej Krajcer und Janja Lesar. Matej Krajcer und Janja Lesar aus Slowenien, ein Paar, das schon ganz lange in der internationalen Spitze tanzt. Wir begrüßen mit der Startnummer 12 aus Ungarn Maurizio Vescovo und Melinda Török-Györgyi. Maurizio Vescovo und Melinda Török-Györgyi haben den schwierigsten Namen, kommen aus Ungarn und sind die Shootingstars der internationalen Szene. Und komplettiert, meine Damen und Herren, wird dieses Finale durch das Paar mit der Startnummer 13, Franco Formica und Oksana Nikiforova.
Und diese beiden dürften kaum zu schlagen sein. Franco Formica und Oksana Nikiforova, die für Gießen starten, aber in Hamburg leben. Die Weltmeister, die Weltranglisten Ersten und die Sieger des AED Cup 2002. Der erste Tanz bei den Lateinern ist die Samba mit rollenden Bewegungen wellenförmig durch den Raum. So lautet die reizvolle Aufgabe jetzt. Vor einer Woche in Berlin bekamen Formica Nikiforova von den neuen Wertungsrichtern alle 45 Einsen und das trotz starker nationaler Konkurrenz. Wenn sie tanzen, dann erreichen sie die Seelen ihres Publikums und das muss man erst einmal schaffen. Neunmal Platz 1. Die Wertung für Franco und Oksana, neunmal die 1, besser geht's nicht. Die Wertung für die WM 2. Ein buntes Allerlei. Von 2 bis 6 ist alles dabei. Da fragt man sich, worauf haben die verschiedenen Wertungsrichter wohl geschaut? Die einen auf die Hüfte, die anderen auf die Füße. Auf jeden Fall haben die neuen Richter wohl Unterschiedliches wahrgenommen. Formica Nikiforova nach dem ersten Tanz vorne. Der Cha-Cha. Eine übermütige Ausgelassenheit. Es darf geflirtet werden. In diesem Tanz finden wir Elemente aus Jazz, Beat und Disco.
Eine Studie von Ricardo Gocchi und Joanne Wilkinson. 26 und 28 Jahre sind diese beiden alt. Joanne klingt nicht nur unitalienisch, sie ist auch keine Italienerin. Geboren wurde sie in Australien und seit 4 Jahren ist sie mit Ricardo tanzenderweise liiert. Dritter, zweiter, dritter und zweiter Platz. Die Wertung für die Italiener, 6 mal die 2, das ist die Majorität. Dazu gibt es 2 mal die 3 und sogar eine 4. Die Rangfolge nach dem zweiten Tanz Cha-Cha, Formica Nikiforova, die auch hier wieder 9 Einsen bekam, vorne vor Kongstyle Franova und Gocchi Wilkinson. Der vielleicht schönste Tanz ist die Rumba. Zumindest genießt sie bei vielen Paaren den Status des Lieblingstanzes. Hingabe und Flucht bei der Dame, Werbung und Selbstherrlichkeit beim Herrn. Ähnlichkeiten mit Paaren aus dem richtigen Leben sind nicht von der Hand zu weisen. Mit der Nummer 12, Maurizio Vescovo, Melinda Turk-Giorgi. Von null tanzten sie gleich in die Spitze. Vor 2 Wochen gewann sie das Grand Slam-Turnier in Rimini. Er ist ein italienischer Junge, sie ist Ungarin. Siebter, sechster, fünfter. Die Rumba-Wertung für die Ungarn. 4 mal die 7, 1 mal die 6, 3 mal die 5 und immerhin 1 mal die 3. Einmütiger waren die Richter bei Formica Nikiforova. Auch hier gab es wieder 9 Mal die Höchstnote 1. Und damit blieben sie an der Spitze. Beim Paso Doble denken viele gleich an Stierkampf und das ist auch richtig so. Allerdings ist die Dame hier das Tuch und nicht etwa der Stier. Der Herr mimt den Torero und getanzt wird um einen imaginären Stier. We'll be right back.
Und wir sehen gleich nochmal Klaus Kongsdahl und Viktoria Faranova aus Dänemark. 26 und 24 Jahre alt, seit 7 Jahren inzwischen schon zusammen. Und in den Turnieren oft die Zweiten hinter den deutschen Weltmeistern, wie auch zuletzt beim Goldstadtpokal in Pforzheim. Ihr größter Konkurrent um Platz 2 sind die Italiener Cocky Wilkinson. Zweiter, dritter Platz. Und für sie gibt es 6x2 und 3x3. Und wie kam die Darbietung von Franco Formica und Oksana Nikiforova an? Couple number 13. Sie alle haben mitgerechnet, 9x Platz 1. Die Gewinner der United Kingdom Open Championship haben weiterhin ein Abonnement auf 9 Einsen. Der Sieg, der nie gefährdet war, ist ihnen jetzt auch nicht mehr zu nehmen, es sei denn, sie treten beim letzten Durchgang gar nicht mehr an. Und die Reihenfolge bleibt auch hier wieder gleich. Kommen wir zum letzten der 5 Lateintänze, zum Jive. Der geht noch einmal an die Kondition, der kostet Kraft. Entwickelt aus dem Boogie-Woogie darf hier überschäumende Lebensfreude gezeigt werden. Franco Formica genießt bei seiner Partnerin sämtliche Freiheiten und das bekommt ihm gut. Er ändert ja schon mal ohne Vorwarnung seine Tanzschritte, baut Überraschungselemente ein und Oksana guckt dann immer mit ganz großen Augen, aber die beiden verstehen sich. Und sie lässt sich von seinen Mätzchen auch gar nicht mehr aus der Ruhe bringen. Start Nummer 13 aus Deutschland, Franco Formica und Oksana Nikiforova. Die Preisfrage, wie viele Einsen werden es jetzt wohl werden? Und wieder 9x die Einsen, sind also 45 Einsen. Und das haben sie nun innerhalb von 7 Tagen gleich 2x geschafft. Das Ergebnis also, Franco Formica und Oksana Nikiforova tanzen alle anderen in Grund und Boden. Auf Platz 2 die Dänen Klaus Kongsdahl und Viktoria Faranova, die sich erneut vor die Italiener Cocky und Wilkinson platzieren konnten. Ja, herzlichen Glückwunsch Franco und Oksana zu diesem souveränen Sieg. Sie sind im Moment unantastbar die Nummer 1 in der Welt. Wie ist es denn so, konkurrenzlos an den Start zu gehen? Ich will nicht sagen konkurrenzlos, weil ich muss sagen, wir haben sehr viel Respekt von den anderen Paaren. Wir wissen, die anderen Paare sind sehr gut und die arbeiten auch sehr gut. Wir denken eigentlich persönlich eigentlich nicht so sehr an die anderen Paare im Sinne von, wir haben keine Konkurrenz und jetzt können wir einfach uns hinsetzen und locker mal alles aus dem Ärmel schütteln. Wir versuchen trotzdem noch unser Bestes zu tun, wie wir das immer gemacht haben und uns immer weiterzuentwickeln. Um eigentlich, sagen wir mal, wenn da eine Lücke ist, um diese Lücke anstatt kleiner werden zu lassen, um größer zu machen. Und das ist eigentlich ein sehr erfrischendes und auch neues Gefühl. Was ich sagen muss, inspiriert uns sehr. Oksana, möchte man sich denn nicht nach so vielen Siegen mal relaxed zurücklehnen oder kann man sich das einfach nicht leisten? Es ist komisch, aber wir wollen uns gar nicht ausruhen. Wir wollen immer wieder gewinnen. Das ist ein tolles Gefühl, eine große Motivation und gibt Selbstvertrauen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns von Mal zu Mal steigern. Wir wollen keine Zeit verlieren, sondern uns immer weiterentwickeln und besser werden. Haben Sie denn irgendein großes Vorbild oder konzentrieren Sie sich nur auf sich selbst? Ja, in der Lateinszene habe ich eigentlich direkt nicht richtige Vorbilder. Ein Vorbild, wo ich sagen muss, was mich am meisten inspiriert, ist im Ballett Rudolf Nureyev, der 92 gestorben ist.
ist für mich der absolut genialste Tänzer der Welt gewesen. Und für mich ist das, was er in der Ballettszene gemacht hat, das, was er da kreiert hat, würde ich natürlich auch gerne für die Lateinszene kreieren. Ist natürlich ein hohes Ziel, aber wenn man sagen kann, das ist mein Vorbild, dann ist es er und sonst keiner. Gucken Sie sich und das wer siegt, an, der steht ganz oben auf dem Treppchen wie Mirko Gozzoli und Alessia Betti, die Weltmeister im Standard. Ein herzliches Dankeschön an unsere Paare. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Lateinweltmeister Franco Formica und Oksana Nikiforova. Thank you very much. Und beide Siegerpaare bedanken sich nun beim Publikum mit einem Siegertanz. Mit einem Quickstep bzw. mit einem Jive. Die nächste ARD Masterskala gibt es dann am 18. Oktober in Karlsruhe und das Finale wird dann am 29. November in Kassel ausgetragen. Und mit Franco und Oksana möchten wir uns jetzt verabschieden aus der Gruger Halle in Essen. ARD Masterskala wurde Ihnen präsentiert von Mastercard. Ist das nicht schön? Ein Paar, das für Deutschland startet, international redet, lateinamerikanisch tanzt und dann auch noch dauernd ganz vorne ist. Herrlich, diese Bilder. Das war für uns in der ARD allerdings nur sowas wie das Warmtanzen. Für die Sportschau